Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Franks Welt. Eigentlich war für heute ein Beitrag vom Harz-Vlog vorgesehen, dieser muss leider entfallen und da habe ich mir überlegt, ich könnte jetzt so am letzten Sonntag vor Weihnachten nochmal eine kleine Runde durch die Stadt drehen beziehungsweise einmal auf den Marktplatz gehen, denn dieses Jahr ist ja zum zweiten Jahr in Folge der Weihnachtsmarkt in Goslar ausgefallen. Ich befinde mich im Augenblick hier an der Kaiserpfalz und ich bin hierher gekommen, weil man von hier ja einen schönen Ausblick auf die weihnachtliche Beleuchtung hat, was im Augenblick ja eigentlich nur von hier aus gesehen jetzt die man kann von hier von den Achtermann sehen. Ich blende noch mal ein Bild darüber ein und den Marktkirchturm, aber der ist auch beleuchtet, weil er noch weil man ihn noch besteigen kann und den Ausblick von dort oben genießen kann. Und dann hinten die Stephanikirche, die hat auch ein wenig weihnachtliches Licht, was man von hier aus sehen kann. Die Jakobikirche hat keine Lichter in der Richtung. Und auch hier in der Kaiserpfalz ist weihnachtlich nichts zu sehen. Drinnen steht ein Weihnachtsbaum, den kann man aber schlecht filmen. Ich werde jetzt einmal auf den Marktplatz gehen, eine kleine Runde. Und dann ist diese Sendung eigentlich dazu gedacht, dass wir uns nochmal von euch verabschieden oder ich mich nochmal von euch verabschiede und so einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr gebe. Kommt aber erstmal mit auf den Weihnachtsmarkt. Ja, und damit endet mein kleiner Rundgang über den Goslarer Marktplatz. Es ist dieses Jahr ja leider wieder kein Weihnachtsmarkt, genauso wie im letzten Jahr. Und ich bin jetzt hier in den Brunnengarten gegangen, um nochmal euch ein wenig zu erzählen, wie es bei Harz TV weitergeht. Wir senden nächste Woche nochmal ein Classic. Da besuchen wir die Kerzenwerkstatt Fidibus auf YouTube. Der Beitrag wird ab nächsten Sonntag online sein und dann machen wir eine kleine Winterpause. Wir werden ab voraussichtlich Ende Januar wieder auf Sendung gehen. Bis dahin werden wir ein wenig versuchen, Beiträge zu filmen. Das ist ja im Winter immer ein bisschen schwieriger,
weil es draußen kalt, eklig oder schlechtes Wetter ist. Wahrscheinlich wird das Ganze wieder mehr so im April, Mai, März, April, Mai starten, dass wir wieder vermehrt Beiträge aufnehmen. Wie gesagt, Ende Januar kommt auf jeden Fall eine Folge von Franks Welt. Und im Februar wahrscheinlich ein Harz-Vlog, den wir dieses Jahr schon aufgenommen hatten. Und was dann noch kommt, werdet ihr sehen. Abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Abonniert uns auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram oder auf Telegram. Und dann bekommt ihr auch immer das aktuelle Programm zugeschickt. Ich bedanke mich jetzt hier einmal fürs Zusehen bei diesem kurzen Weihnachtsbeleuchtungsbeitrag. Und ja, ich werde jetzt so schnell wie möglich wieder ins Warme gehen, denn es ist doch ziemlich kalt geworden. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet auch im nächsten Jahr wieder ein oder nächste Woche in dem Classic. Macht's gut, tschüss!